So, da sind wir wieder im askidierten Gebiet. Und versuchen das Lukatil jetzt doch nochmal. Ja, die halten deutlich mehr aus. Doch nochmal überlebt hier. Das ist halt gar nicht so geil. In dem Moment wäre es besser gewesen, wenn sie sich auf mich fokussiert hätten, was sie ja leider nicht getan haben. Genau, durch die Wand. Hallo. Also ich kenne es ja, wenn manche Sachen einfach durch die Ecke gehen. Aber das war jetzt wirklich einfach vollkommen durch die Wand. Lass mal du. Nee, lass mal. Au. Das war Missmanagement von der Reichweite und das von der Ausdauer. So, da müssen wir wieder einen trinken und wir müssen an der... Oh, die Dehnwache und die beiden anderen. Aber ich glaube, wir können diesmal einfach durchlaufen. Wir müssen die Feuer nicht nochmal anzünden. Hoffe ich zumindest. Dann müssen wir die Dehnwache und die beiden Monster triggern. So, das Monster ist getriggert. Oh, das kann springen. Hast du das letzte Mal nicht gemacht. Und die ständigen Schwanzmoves sind auch neu. Letztes Mal warst du deutlich angenehmer. Eine Range, mein Freund. Genau das hast du letztes Mal gemacht. Ganz oft. Ich denke drüber nach, aber ich glaube, Blitzern ist hier nicht. Oh, das ist ganz cool. Wir sind hier einfach nicht dafür ausgerüstet, dieses Gebiet auf plus 1 zu machen. Ich meine, die Hälfte unserer Estus ist praktisch schon wieder weg. Ich möchte gerne das zweite Monster triggern. Ja, oder die Dehnwache, wenn die unbedingt möchte. Ah, da kommt das zweite Monster. Oh nein, da kommt der Sprung. Genau. Und jetzt das Monster. Ich bin am Schalter fest. Frag mich, wie gut man das blocken kann. Okay, weg mit dir. Nochmal Glitzer ist Titanit? Oh. Dann halt nicht. Sind die Finstergeister auch wieder da? Ich hoffe... Na, ich weiß es nicht. I don't know.
kommt der Sprung. Noch nicht. Doch. Oh, ich habe keinen Ausdauer mehr. Das ist natürlich nicht so geil. Jetzt nach hinten, jetzt kommt der Sprung. Und ausweichen. Ausdauer auffüllen. Ein Schlag. Und das sollte es gewesen sein, ja. Dann... Da war so ein Typ, der explodiert. Ich könnte es mit einem Bogen versuchen. Langbogen, dann müssen wir aber das Murakumo abrüsten. Hier war ein Finstergeist, der explodiert ist. Und das Ding. Der war irgendwo da. Scheint nicht mehr da zu sein. Okay. Oh, Loot. Große Seele. Nett. Da ist er wieder. Ich konnte es relativ gut abwehren. Okay, die Finstergeister sind trotzdem da. Nicht so geil. Bogen wieder abrüsten. Dann nehmen wir das Murakumo wieder rein. Vielleicht sogar die bessere Wahl als die helle Bade gegen die Sünderin. Wo haben wir es? Katanas, Katanas, Murakumo. Okay, dann eine Menschlichkeit. Und holen Lukatil. Und die Mietklinge holen wir uns auch nochmal. Also das Problem ist, glaube ich, nicht an sich der Boss. Gut, er hüpft viel rum. Das ist nicht so geil. Kann man nichts machen. Aber dass er so viel Schaden bei denen macht, also bei den NPCs und die das nicht überleben, das ist unschön. Wenn wir es mal so ausdrücken. Die beiden stehen da auch wieder, aber ich versuche mal durchzurennen. Weil ich sehe, die Feuer sind an. Ich hoffe, die bleiben dann halt nicht hängen, ne? Also, dass die meinen, jo, wir müssen jetzt kämpfen. 5 Estus-Flakon rein. Okay. Keine Ausdauer. Das ist schlecht. Da sind Leute. Wieso sind hier Leute im Bosskampf? Aua. Warum sind hier Leute, die sich wie Spieler benehmen? Und die sind auch noch sautanky. Und machen Feuerschaden, kann ich ja gar nicht leiden. Okay, weg damit. Die Mietklinge hat Probleme. Lukatil ist noch ganz gut dabei. Ich komme nicht an der Mietklinge vorbei. Schön, die blockt mich beim Damage machen.
Lichtklinge besiegt, das ist nicht gut. Braucht die Ausdauer. Also blockt aber gut. Natürlich geht er auf sie. Ich bin fast tot. Das ist nicht gut. Ja, Lucatil hat überlebt. Oh Gott. Große Seele umarmt. Verlorene Sünderin-Seele. Alte Hexenseele. Jo, jetzt können wir noch das 100.000 Seelen. Oh, ich zitter gerade extrem. Das war ja sauknapp. Ist hier die Truhe? Nein, die Truhe ist nicht respawned. 100.000 Seelen. Wir können jetzt... Was hat die verlorene Sünderin denn noch gehabt? Ihr Schwert? Und noch irgendwas? Weiß ich gerade gar nicht. Man konnte daraus ihr Schwert machen und ansonsten die Rüstung bekommt man vom Rüstungshändler. Ein Zauber? Muss ich gleich mal nachgucken bei den Bearer of the Curse. Leuten da. Oi, oi, oi. Seek so, seek lest this. Aufsteigen. In was? Stärke haben wir eigentlich genug. Ich würde Kondition, glaube ich, nehmen. 5 Level Kondition. Jo. Das hat uns natürlich jetzt einen ordentlichen Level-Boost gegeben. Können wir noch einmal aufsteigen? Ich würde gerne noch einen in Vitalität machen. Oder Stärke? Wie viel glitzerndes Titanit haben wir? Vielleicht können wir auch umskillen das nächste Mal. 2. Ach, das ist eigentlich nicht das... Nee. 2 ist nicht so gut. Wir brauchen, glaube ich, 8. Seelen wollte ich eigentlich poppen. Ja, benutzen. 5.000. Machen wir noch eine. Wir hatten ja auch das Sünderin-Schwert gemacht, oder? Schwert der verlorenen Sünderin, genau. Wie skaliert das? Nur falls wir auf Stärke dann später spielen. Wäre das eine Option? Die Idee. Naja. So, kann ich nochmal bei dir bitte aufsteigen? Ja, nein. Uns fehlen 1000 Seelen. 1030, um genau zu sein. Ich glaube, obwohl... Wir haben noch eine Seele übrig. Zwei genau. Namenlose Soldaten. Gebt ihr 1030? 2000. Reicht. Bear, seek, lest. Aufsteigen. Dann auf Stärke. Haben jetzt noch 870. Ich hätte eigentlich gern mehr, aber egal. Wir brauchen eh noch mehr funkelnde Titanit, um die Axt aufzuwerten. Dann sehen wir uns das nächste Mal zum Rotten, I guess. Bis dahin. Ciao, ciao.